So, jetzt habe ich auch ein paar Tragflächen hier mal geholt. Zu den Profilen schauen wir uns die mal genauer an. Also, wir sehen, hier in dem Bereich, wo der Staupunkt ist, entsteht ein Unterdruck, also Sog. Und hier entsteht ein Überdruck. Und das ist für den Auftrieb noch der Sache zuträglich. Zu den einzelnen Profilen zeige ich euch mal verschiedene Typen von Profilen. Jetzt habe ich hier eine Tragfläche, die Innenfläche eines 7 Meter Seglers. Hier seht ihr das Profil, ziemlich dick. Und man kann dieses Profil jetzt verändern, seht ihr das? Es wird jetzt mehr in Richtung Laminar gehen, wenn ich das so angesetzt habe. Das heißt, der Widerstand wird geringer. Und hier seht ihr, wird der Weg mehr in Richtung gewölbtes Profil gehen. Und das führt dazu, dass wir hier jetzt anfangen können, mit dem Widerstand bzw. auch mit dem Auftrieb zu spielen. Das ist nicht nur wichtig für die Wölbung während des Fluges, der Gesamtfläche, des Gesamtprofils, sondern auch für die Querruderwirkung. Also auch für das Seitenruder- und Höhenruderwirkung. Alles basiert darauf, dass auf der einen Seite Sog und Druck entsteht. Das heißt, dass die Querruder, die hinten sind, einfach das Profil verändern. Also ich zeige euch das nochmal an einem nicht-laminaren Profil, das ganz deutlich ist. Hier zum Beispiel auch an einer Seglertragfläche. Dies ist wesentlich dünner. Ihr seht, der Widerstand, ich hole das mal im Vergleich nochmal. Hier, seht ihr, das ist wesentlich dünner. Der Stirnwiderstand sozusagen hier, wenn man sehen, ist hier viel höher, weil das hier auch im Verhältnis der Flächentiefe ein wesentlich dünneres Profil ist. Was haben wir? Weniger Widerstand hier. Aber wir können auch wieder hier schön mit den Auftrieben spielen. Langer Weg, hier oben, also mehr Auftrieb, mehr Widerstand. Und hier können wir dann auch in Richtung Laminarströmung wieder gehen. Ihr seht es hier hinter. Dann ist das fast laminar, das Profil. Und der Widerstand ist gering, der Auftrieb ist auch gering. Soweit, so gut zu diesen Profilen, die quasi oben gewölbt sind und unten gewölbt sind. Wir haben hier auch ein Profil, das ist fast vollsymmetrisch. Das bedeutet, es ist schon angezogen hier und dann ist der Weg hier oben fast der gleiche wie hier unten. Und absolut heiß ist dann dieses Profil. Da ist es oben wie unten komplett symmetrisch. Das seht ihr auch an Höhenruderprofil. Hier ist die Motorkraft, unsere Kraft, die hier vortreibt und der Rest wird dann quasi einfach durch die Druckveränderungen hier gewölbt. Seht ihr? Jetzt habt ihr hier Auftrieb. Aha, schon das Thema Querruder erklärt. Na? Jetzt habt ihr hier mehr Auftrieb und hier Abtrieb. Dann geht's rum. Ja, jetzt gehen wir mal zu einem typischen Anfängerprofil über. Und zwar ist es dieses hier. Warum ist das so interessant für uns? Diese Profile sind widerstandsstark, also sie sind sehr widerstandsreich sozusagen und sie haben einen erhöhten Auftrieb. Und wir können schnell fliegen bis zu einem gewissen Punkt, das ist allen Profilen gegeben und die Geschwindigkeit steigt zum Quadrat und irgendwo ist der Stopp. Dann ist der Widerstand so groß, so viel Gewicht können wir gar nicht nochmal dazu packen, damit der noch mehr Power reinkriegt. Also noch schneller werden kann und dann diesen Einschnuck noch zum Quadrat im Widerstand übersteigt, damit er noch schneller wird. Das kriegen wir nur noch durch starke Motorkraft hin, indem wir dann hier, das ist der Ultra-Motor, ihr habt den ja im Test gesehen, da sind wir 250 Klamotten mit dem Teil geflogen. Das macht aber alles nur hier der Motor mit seinen Propellern, die auch nicht anders funktionieren. Das sind auch Aneinanderreihung von einem Profilstrack sozusagen, der den Auftrieb bringt. Nach vorne haben wir das gleiche Prinzip am Propeller wie auch an der Tragfläche. Ich glaube, es dürfte erstmal genügen. Und dann fangen wir jetzt mal an, wenn jetzt die Profile eingebaut sind in der Tragfläche, wie die untereinander wirken. Wir haben verschiedene Tragflächen. Wir haben Tragflächen, die haben eine Rechteck,
Malen wir sowas auf. Ja? Und hier ist der Rumpf in der Mitte. So. Ja. Das Profil, habe ich mal übertrieben, ist einfach mal diese Form. Nehmen wir mal an, der Flieger hat jetzt diese Form als Tragfläche. So ungefähr. Oder wir nehmen an, wie bei der Focke Wulf, oder hier beim Dogfighter. Da haben wir natürlich hier andere Tiefen. Hier ist es ungefähr so, dass wir ein Auftriebsprofil haben, was hier beginnt, da oben ist, durchgeht bis unten hin. Und das ist alles komplett 1:1 der gleiche Auftrieb. Die gleiche Auftriebsverteilung. Bei dem ist es ähnlich. Nehmen wir mal an, das ist jetzt hier unsere Auftriebsart. Da ist es aber so, dass wir hier den Auftrieb haben. So, und bei dem ist es halt eine elliptische Kurve. Na, nicht so richtig getroffen. Ne? Also es geht genau dem Profil nach. Hier haben wir quasi wenig Auftrieb, hier immer mehr. So, jetzt spielen die Ingenieure natürlich damit. Und es gibt bestimmte Flugeigenschaften, die sich daraus ergeben, aus diesen einzelnen Tragflächenformen. Und ihr seht schon, was bedeutet das? Das sieht schon richtig gutmütig aus. Nicht? Wir fliegen immer gleichen Speed, könnt ihr euch daran erinnern. Ähnlich wie das Profil vom Dandy oder vom Amigo. Amigo hat hier noch so einen Knick drin gehabt. Hier, der ging auch ein bisschen zu. So. Das sind ganz gutmütige Profile. Es gibt auch Pfeilungen nach vorne, es gibt auch Pfeilungen nach hinten, über die wir später sprechen. Also jetzt einfach nur so, ihr seht, der Auftrieb hängt irgendwie auch mit der Profildicke zusammen. Ich zeige euch mal hier verschiedene Abläufe. Ihr seht, dieses Profil hier ist relativ parallel und beginnt dann hier rund zu werden. Geht quasi in diese Richtung. Ja, also ist Lamina und dann rund. Hier von der Bank haben wir es so. Parallel, das ist so dieses Element. Hat zwar einen Randbogen, aber da kommen wir gleich dazu, das ist der induzierte Widerstand, der verändert wird. Dann haben wir das Profil. Hier geht es klar, hier hoher Auftrieb, hier geringer. Und dann kommen wir mal zu den Sehkraftflächen. Die Sehkraftflächen wie hier, die gehen kontinuierlich zu. Hier ist ein Knick, hier geht es dann quasi auf den Randbogen immer schmaler zu. So, was bietet uns diese Kombination? Sie bietet eigentlich dem Ingenieur die Möglichkeit, ein optimales Flugverhalten dadurch zu kreieren, ein optimales Widerstandsverhalten zu kreieren. Und dann gibt es Formeln dazu, wie man das auf die Spitze treiben kann, wie das optimale Profil zu welcher Flügelstreckung oder Form führt. Und es gab ja dann die Überlegung, die hat damals Schampirt als erster eingebracht, diesen Knickflügel reinzubringen. Das heißt, der geht immer weiter so nach hinten. Das ging darum, der Herr Hollighaus, der alte Hollighaus, der leider verstorben ist, der hat die Idee gehabt, okay, wenn ich jetzt diese großen Flieger habe, mit den großen Spannweiten, gehe ich doch weiter nach hinten, so ähnlich wie der Fächer oder die Außenflügel eines Adlers. Ja? Und dann ist er damit in die Standardklasse, hat dann angefangen zu testen mit dem Diskus. Der hat ja diese typische Form. Man hat auch gemerkt, wenn man geflogen ist, ich habe damals Standard-Cirrus geflogen und der war wesentlich hibbeliger. Und als dann der Diskus rauskam, den konnte man einfach in die Thermik hineinhängen.
den konnte man hin, ein bisschen quer oder ein bisschen seitenruder. Den Zirbus, den war man ewig am Steuer. Ja? Lag auch daran, dass der umgeschwungen war. Und es war auf jeden Fall immer ein Riesenunterschied, was diese neuen Profile sowie auch die Formen gemeinschaftlich für neue Flugverhalten und für verbesserte Flugverhalten dann aufgezeigt haben. Also immer kontinuierlich verbessert worden. Also immer, halten wir fest, Tragflächenform, das Profil selbst, Profildicke, Profilform, ja, Laminar, Halblaminar, dann hier ein Profil, dieses den Grad Y so entspricht, also unten gerade. Ja. Gehen wir davon aus, Anfängerprofil, normales Profil, ja, vollsymmetrisches Profil, Motorflug, Kunstflug, Höhenleitwerke, Seitenleitwerke oder auch Dicky. Und wir können jetzt davon ausgehen, was wir gelernt haben, dass wenn wir hinten im Querruder was verändern, dass wir die Wölbung auch verändern am Flugzeug und dadurch auch den Auftrieb an den Seiten verändern. Würden wir jetzt hier das laminare Profil nach dahin, also Querruder machen, seht ihr, dann haben wir hier einen größeren Weg als hier, also haben wir Auftrieb nach da und die Maschine geht nach oben. Machen wir das so, machen wir es umgekehrt, haben wir hier auf einmal den Sog und hier den Druck und dann haben wir quasi schon mal erklärt, wie im Ungefähren das schon so funktioniert mit dem Auftrieb an der Tragfläche. Also bis dann, gehen wir zum nächsten Schritt.